You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You know you could. Gelernt habe, wer Tai Chi und Qigong übt, der bleibt geschmeidig wie ein Neugeborenes, wird kraftvoll wie ein Holzfäller und bleibt gelassen wie ein Weiser. Und das Kraftvoll ist damit gemeint, wir stärken die wichtigsten 5 Organe, die wir so haben. Die Leber, das Herz, den Magen-Milz-Bereich, die Lunge und die Nieren. Und das werde ich halt auch dann demonstrieren, aber auch mit den Teilnehmern auch ausführen. Jeder kann es schaffen, man muss es nur tun. Dann werde ich einen Workshop halten, wo es darum geht, die geheimen Künste, die ich im Grunde in den letzten 30 Jahren für mich erfahren durfte, auch dann weitergeben möchte an die Teilnehmer. Und aktivierende Bereiche natürlich und Elemente aus Qigong und Yoga, die auch zu verbinden. Ich möchte gerne mal ein Sprichwort von Gandhi definieren. Er meinte, Gesundheit heißt, sich wohlzufühlen, sich frei bewegen zu können, guten Appetit zu haben und daher keinen Arzt aufsuchen zu müssen. Das Chinesische würde sagen, ähnlich wie das neue Wort Resilienz, Gesundheit ist wie ein Bambus. Beuge und biege dich anmutig und du wirst niemals brechen. Du kannst auch damit auf jeden Fall die Lebensfreude stärken, okay, und dich ablecken von dem Stress, den du im Moment hast, eventuell. Ja, Fokus, und ja, den Fokus mal ein bisschen anders dann definieren. Und wenn man halt Fingerqigong macht, es gibt ja verschiedene Ausführungen, die zeigen wir dann auch dann im Workshop, kann es dazu beitragen, auf jeden Fall das Leben leichter zu sehen. Die drei Dantians sind im Grunde, der Körper ist ja zwischen Himmel und Erde, ist der Mensch. Dann ist der Körper ja in 3 Teile eingeteilt. Einmal die Sinnesorgane, dann die Organe und die beiden Beine. So, und dann gibt es halt im oberen Bereich den oberen Dantian, der ist zwischen den beiden Augenbrauen, also das dritte Auge ist damit gemeint. Dann aber auch der mittlere Dantian, das Sonnengeflecht oder auch Solar Plexus bekannt. Und wenn man den Daumen in den Bauchnabel mal legt und dann die Hand einfach langsam fallen lässt, in diesem Bereich ist dann der untere Dantian zu finden. Und wenn alle drei Dantians im Gleichgewicht sind, sagt auch die Theorie, ist der Körper in Harmonie. Auch das gleiche Prinzip. Yoga, die Asanas, die Körperübungen, aber auch andere wichtige Säulen, so wie Pranayama, deine Atmung, die Bewusstheit nach außen, nach innen, dein ganzen Umfeld. Ziel dabei ist es auch natürlich, diese Chakren ins Gleichgewicht zu bringen und die Energie zum Fließen zu bringen und eben für dich eine Technik zu finden, das zu spüren oder auch möglich zu machen. Ja, gleiches Prinzip. Also es reicht auch aus, zwischen 5 bis 8 Minuten, sage ich immer. Man muss nicht jetzt die Tausenden von Übungen beherrschen. Weniger ist mehr. Ja, Qi ist ja die Lebenskraft, die Lebensenergie im Körper, wir pflegen diese. Und wenn jetzt, was heißt überhaupt Schmerz in der TCM? Schmerz heißt ja der Schrei nach fließender Energie. So, und das kann man halt durch Übungen aus dem Qigong, aus dem Tai Chi auflösen oder auch Akupunktur, Akupressur. Aber entscheidend ist ja, dass Prana oder Qi, das nur das Wort entscheidend ist, jeder im Körper Energie fühlt. So, und durch die Übungen, jetzt egal ob jetzt erster Schatzheben oder Finger-Qigong, können wir dann, wenn wir die Handflächen nachher gegenüber halten, auch so ein leichtes Pulsieren erfahren. Und das ist halt, wie auch bei Akupunktur, dieses Qi, was man auch dann selbst mal spüren kann. Und abschließend möchte ich mit einer kleinen Weisheit, die sagt, nur wer sich bewegt, der kann etwas bewegen. You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars, you can have all you ever wanted, you know you could.